Sodala, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Mein Name ist der Franconia, schön, dass du eingeschaut hast. Ich glaube, ich hau mal da ab, beziehungsweise ich verstecke mich mal kurz hier, denn ich... nerv mich nicht. So, wir gehen heute, wie gesagt, gehen wir heute. Und zwar gehen wir heute mal da runter. Zu diesem wunderprächtigen Ort, und es ist gar nicht mal so weit. 300 Meter, da kannst du einen schönen Winterspaziergang machen. Ach, ist das schön hier. Verstehst du, draußen noch Hitz bis zum Ultimo. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. So, wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. So, ich hüpfe mal da lieber. So, das ist eine kleine Muschelkäpf. Da bin ich ja wirklich gespannt. Ich weiß, wir sollten eigentlich die Quest machen, aber wenn wir schon hier sind, Freunde. Ganz ehrlich, dann erkundige ich das doch hier auch alles. Für mich. Hui, so. Hat uns gesehen, hat er nicht, der Gribbel. So. Ich muss nur schauen, dass ich hier irgendwo runterkomme. Jetzt schaut aber dort hin. Deswegen gucke ich mal, dass ich hier ohne große Probleme hier vorbeikommen. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Aber hat ganz gut geklappt. So, nehmen wir das noch mit. Da haben wir noch ein bisschen Leben. Jetzt ist jetzt die Musik auf einmal total aus. Ist doch auch schon wieder kein gutes Zeichen, oder? Nö. Was ist das? Oh Mann, ey, welche Trottel haben hier schon wieder rum? Okay, ich vermute mal, das ist ja wirklich von hier. Hört sich an wie wieder von die Osaram, ne? Wo wir schon mal waren, der einen Hütten. Mit der B3, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern. Erst einmal glauben aber das zusammen. Die haben nämlich hier. Warte mal, schau mal her, da hinten bewegt sich das auch. Das ist ein Bakterien kaputt, ey. Oh oh. Ist der gute oder böse? Weder noch, wie es ausschaut. Scheuerfels, leck mir doch fett. So, ich gehe aber doch mal hier runter. Ich möchte nämlich hier alles nacheinander mal angucken. Ach komm, was los, nehmen wir das auch noch mit. Dann nehmen wir das auch noch mit. Das nehme ich für unterwegs mit. Alter, ein Sägewerk, willst du mich verarschen? Wie geil ist denn das? Oh, hey Jungs, wo lauft ihr rum? Sagt ihr, Nora bastelt euch gerne Sachen zusammen. Weiter so. Vielleicht werdet ihr eines Tages mal richtig gut. Alter, wie geil ist denn die Maschine hier, bitteschön. Alter, entschuldige. Fortschrittliche Technik, ey, muss man schon lassen. Ups. Alter, wie cool. Muss ich sagen, feiere ich doch ein bisschen jetzt, ey. Cool, die das gemacht haben, ne? So, wir wollen ja drüber, ne? So voll die Handwerker, ey. Voll cool. Ich komme ja aus einer Handwerkerfamilie. Hey, Servusle! Okay, anscheinend tun die mir nichts.
Zumindest bis jetzt. Und ich hoffe, wir kriegen da einige Quests. Das hört sich aber schon mal sehr, sehr cool an. Ah, schön. Es grenzt an ein Wunder, dass wir überlebt haben. So, grüß Gott. Ich mach mal hier die Sturmflut weg. So. Grüß Gott. Die Fädel würde ich gerne da haben. Na, siehst du's. Na, wieder Schmiede, ne? Osaram, weißt was? Osaram, weißt was? Weil wir... mal wieder anderes Outfit. Nora, Banuk, Banuk, Nora, Banuk, Kacha, Osaram. Ich will ein cooles Osaram. Kacha, 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 Osaram, Osaram. Pfeilbrecherin schwer. Mach mal das da, Alter. Komm, ziehen wir uns die Klamotten an. Ja, dann sind wir wegen hier, ne? Was schon? Solidarität und so. Hopp, lang mal deinen Finger drunter. Während von dir wegzieht. Ja, Mann, sowas gefällt mir schon wieder, ey. So, dass die da nie böse sind, ne? Bei Skyrim drin sind wir voll durch. Da brauchst du nur eine andere Buden rein. Ein anderes Zimmer, nein, dann drin schon wieder voll am Rad. So, Metallscherben hier, Metallscherben da, hip hip hurra. Endlich Frieden. Findest, hier habt ihr Frieden, meinst? Hey, Jungs! Gibt's hier was Cooles eigentlich? Also es sieht hier schon natürlich cool das aus. Das haben ne? wir nicht verdient. Gut, dann nehme ich es mit, wenn du es nicht verdient hast. Hey! Jambalamba! Das ist bestimmt auch eine Ramklamotten, ne, für mich. So, wir gehen aber mal da rauf, jetzt geschwind. Hier muss doch, das kann doch nicht einfach nur so sein, oder? Da ist ein Ratz. Mal schauen, vielleicht können wir uns die sogar holen. Ach, leck mich doch fett, dann geht's da auch noch auf. Gehen aber erstmal hier hin. Ja, Mann, hier, die sind versorgt. Eiswein, lecker Schmecker. Wenn ich nichts finde, dann vielleicht mein Fokus. Ja, jetzt tust du mal langsam. Wir gehen jetzt schnell auf Ragnarok. Die läuft jetzt da unten rum. Wie cool, ein schöner Brunnen. Und? Ja, toll. Ich frag mich, ob mein Fokus etwas finden würde. Ja, jetzt watzt mal, liebe Eloy. Na, da oben haben wir noch was. Was haben wir da oben? Ah, können wir. Vorratskisten. Bergwasser, ne? Quellwasser, nichts besser sehen, ohne Witz. Natürlichste Wasser, finde ich, wo es überhaupt gibt. So, ansonsten. Hast du ja gesagt, ich soll den Fokus anmachen, hat's gemacht. Ach, hier können wir nach oben. Ob mein Fokus hier etwas findet? Dein Fokus. Wir suchen zwar gerade, aber wir finden hier wirklich nichts Besonderes in erster Linie. Vorratskiste, Kühlsaft, nehmen wir mit. Nehmen wir dankend mit. Aber ansonsten, da haben wir halt das Lagerfeuer, ne, klar. Da will er schon keiner mit uns auch reden, ne.
Was haben wir hier hinten? Ende bedeuten kann. Auch nochmal eine Vorratskiste, aber... Mit uns will ja keiner sprechen, das schauen uns alle Glieder her. Die Stadt zerstören können. Stör mich nicht. Freundlich sind sie auch noch. Sowas mag ich. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Angst gehabt. Jawohl, und da oben eine Festspinne. Nichts Besseres. Schau her mit dem Ausblick. Nichts Besseres. Willst du mich verarschen jetzt, ey? Hier gibt es ja nichts. Bisher oder übersehe ich irgendwas. So, wir machen mal hier schnell speichern. Gucken wir hier nochmal, aber die haben hier. Die haben hier echt nichts. Die schrubbt den Boden, jawohl. Tut's auch was Gescheites. Ich bin völlig erledigt. Ich habe keine Lust zu plaudern. Na, wir finden ja bisher hier nichts, ne? Da haben wir die Viecher. Hier oben sehe ich auch nicht gerade das Beste. Kann es sein, dass wir hier wieder vor unserer Zeit sind? Ich gehe mal davon aus, dass wir hier noch herkommen irgendwann im Laufe, aber... Verstehe es nicht, sonst konnten wir doch auch immer wieder Quests freischalten etc. Wird es weitere Angriffe geben? Warum jetzt auf einmal nicht mehr? Quests. Also da hatte ich jetzt doch ein bisschen Hoffnung, um ehrlich zu sein. Hallo? Jeder einzelne von uns hätte sterben können. Was sagt der? Ist das jetzt vorbei? Ich hab die gleiche Stimme, wisst ihr das? Hui. So, ich check nochmal hier die Lage ab. Guck mal, da ist noch ein Ratz. Vielleicht kann mein Fokus mir weiterhelfen. Ja, wo denn? die Tauben da oder was? Die Gänse? Also Aloy, ich weiß nicht, was du willst, ne? Ich weiß jetzt wirklich nicht, was du willst, doch. Die Rad rennt dann auf. Entschuldige, aber die verfolge ich jetzt noch einmal. Wie die auf allen Vieren dann aufkrabbelt da, ne? Teilweise. Ich glaube nicht, dass ich einen weiteren Angriff überstehen würde. Ist das denn nirgendwo sicher? Jetzt mal ablehnen mit dir, Drecksviech. Talisman, ey. Ich glaube, mein Dackel nix. Ach Gott, so. Da gibt es schon wieder nichts da. Jetzt, wenn ich jetzt da wieder gleich runtergehen hast, hey, ich sollte meinen Fokus anmachen. Du weißt was? Ich guck nochmal hier jetzt wirklich entlang. Fuck! Winziges Fleischstück, fuck. Sind wir hier noch richtig? Kann ich hier nach oben? Hier geht's nicht nach oben, also. Zumindest komme ich hier nicht auf. Ich könnte meinen Fokus einsetzen. Mal sehen, was er findet. Ja, was findet er? Nichts findet er.
So, was jetzt laufen wir mal hier alles nochmal komplett mit dem Fokus ab. Da ist das Lagerfeuer, das ist schon mal hier, ne? Ich glaube, da sind wir uns einig, da oben gibt es nichts mehr, was wir hier bekommen könnten. Jetzt laufe ich schon wieder irgendwo in der Gegend rum. Beziehungsweise bleib hängen. So, dann geht nochmal hier. Ich könnte mich mit meinem Fokus umsehen. Eloy, wenn du ein wenig bessere, genauere Angaben machen jetzt. Da gibt's ja aber auch schon nichts, ne? Wollen wir da oben schon? Können wir da lauf? Da ist eine Wildsau, weißt du was? Die markieren wir mal sich ganz halber. So, ich geh jetzt auch nochmal hier noch. Oh, da siehst du auch nichts, ne? Lagerfeuer. Hier gibt es auch definitiv nichts. Und irgendwo raufklettern können wir da ohne auch nicht, ne? Können wir da rauf irgendwo? Nee. Hui! So, wir gehen mal runter wie eine Dame. Vielleicht entdeckt mein Fokus etwas. Ach, hey, Leute, jetzt legst du mir am Arsch gleich. Wo denn? Der Angriff kam ohne Vorwarnung. Welcher Angriff? Da gibt's da Karudu. Das muss doch hier schon wieder Bug sein, ey, der Prozifix. So, wir gehen zum Händler Weißglut. Gibt's hier was? Hier gibt es nichts. Da hinten ist die Wildsau, aber das kann uns jetzt auch erst einmal wurscht sein. Da kommen wir ja auch nicht rauf, ne? Da waren wir ja vorhin oben. Hey, grüß Gott! So, Waffen! Schattenrassler? Es fehlen da Kaninchenhaut und Fuchshaut, ey. Kruzifix. So, hier haben wir noch was. Da haben wir ja alles. Okay, was, was? Wir können ja hier noch was nehmen, sicherlich. Jo. Wir verkaufen Rohstoffe. Maschinenkern groß. Verwüstererherz, Grauhabichtherz, unregelmäßiges Schieß mich tot Amulett, Kristall bliblablo, Tierschweif da alles, man, das braucht auch keine Sau. Breitkopfherz, den Mist können wir wegtun. Wildschweinhaut lassen wir mal, Talisman weg. Donnerkieferlinse weg, Breitkopf weg, Plündererlinse weg. Graselinse weg, die Fuchsknochen lassen wir sich als halber auch nochmal, Wüstenglas haben wir weg. Der Bearbeiter Metallblock, weg damit! So, was, was? Das haben wir gepflegt weg. Das haben wir gepflegt weg. Ja, ansonsten. Komm, das haben wir weg. Ja, ansonsten schaut es ganz gut aus. Den Rest behalten wir mal hier wirklich. So, dann gucken wir auch mal, ob wir. Wir haben eine neue Quest. Was ist jetzt schon wieder? Waffen der Loge? Ach, Gott, oh Gott. Verdorbene Zone. Was fehlt da noch? Mich verarschen? Wir haben alle verdorbenen Zonen. Zumindest die wir bis jetzt haben, ne? So, da haben wir hier die Brutstätten. Fehlt noch. Okay, dann hätte ich aber trotzdem geschafft. So
ganz ehrlich, wenn es jetzt hier weiter nichts gibt, dann gehen wir halt weiter. Vielleicht sollte ich das Gebiet mit meinem Fokus absuchen. Hey, das hättest du jetzt nicht sagen sollen, jetzt bleibe ich nämlich wieder hier. Mit euch, Hansele. Das hätte unser aller Ende bedeuten können. Mit euch, Hansele, kann ich ja jetzt nicht großartig reden. Da draußen die auch nicht mit dem Finger hinhauen. Hier lange, weil es wir würden noch immer ums Überleben kämpfen, wenn uns niemand geholfen hätte. Was war da frei, Beute? Oh, wieso sind die hier? Oh, oh. Die führen doch nichts im Schild, Gutes im Schilde, oder? Ihr seid ja nicht markiert. Das gefällt mir da gar nicht. Hallo! Freibeuter, ey. Das klingt so wie Captain Iglo. Obwohl, wir könnten ja theoretisch mit denen reden, oder? Na, mit denen können wir tatsächlich nichts machen, ne? Wo sind die Wildsau, die rennen da oben rum? So, ich schau, dass ich mich jetzt da bei der Sau von hinten anschleiche. Sucht nach Trüffel. So, was haben wir denn hübsches? Schweinsknochen, eine fette Sau. So. Ja, was, ganz ehrlich? Wo rennst du schon wieder hin? Ein Gardesoldat? Das ist ein Mensch. Voll erstaunter Frankuni, so ein Mensch. Was? Was habt ihr jetzt vor, ihr Wichtel? Also irgendwie kann ich hier gerade keine Quest. Wie heißt es nochmal? Lichtenfels. Wie heißt das Kaff noch einmal? Scheuerfels. Lichtenfels ist es bei München. Warte mal. Ich schreib's mir mal auf. Scheuerfels. So, dann lassen wir das hier mal wirklich. Eine Osseram-Rüstung macht noch keine Osseram. Ihr seid nur am Meckern den ganzen Tag. So, aber egal. Wir nehmen es mit alles. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. 900 Meter. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Eigentlich sind wir noch nicht weit, ne? So richtig weit. Also eigentlich müssten wir das jetzt noch mitnehmen, ne? Theoretisch. Gibt's Ärger im Paradies? Oh Mann, ey. Los hier. Na, das war jetzt gar nicht die feine englische Art, ne? Ach, siehst du, das Ding hätte ich auch noch verkaufen können, ne? Ja, ich wollte doch eigentlich nur da normal weit entlang. Ich komme jetzt schon wieder da nicht mehr rüber.
Halt, da ist die Brücke. Über sieben Brücken musst du gehen. Ja, der zieht einiges ab, ne? So. Knappe 800 Meter noch. Ist hier unterwegs eigentlich noch was? Unterwegs haben wir tatsächlich noch diesen Kollegen. Ja, komm, Freunde, nehmen wir die noch mit. Nehmen wir die noch mit, der ist da hinten. Ja, toll. So, Panzerwanderer haben wir entdeckt, das ist sehr schön. Dann haben wir hier oben noch eine Bannungfigur. Oh, das Wasser ist ja gar nicht tief. Oh nee. So, halt es nicht. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Ich hasse die Dinger, ne? Was? Warte mal. Inventar. Wir haben doch nämlich so eine hübsche, süße, kleine Waffe. Wo man die ein bisschen verrückt machen kann. Okay, Aloy. Und jetzt? Jetzt heißt's... Ade. Muss ich sagen, Eloy, es war eine super Idee von mir. Was steht denn da oben schon wieder für Unkraut? Ach, ich kann auch hier rauf, okay. Das ist doch ein bisschen leichter. Ah, guck mal einer an. Theoretisch müssten wir doch vielleicht hier irgendwo... genau, sollte eigentlich... Ach Gott, ist da hoch wieder. Okay, wir müssen vermutlich... dann auf. Geht's hier entlang? Leider nicht. Aber doch geht's sein oder ne? Zeit, mein Freund. So, die Frage ist, wie komme ich jetzt hier wirklich weiter nach oben? Genau, ich bin längst weg. Was? Ah, ich vermute, es geht da noch mal nach oben. Ja, aber ich gehe auch stark davon aus, dass da oben mindestens noch zwei von denen Fegel waren. So, nee. Müssen wir schon hier sein, ne?
Jo, wir sind dicht dran, hat er gemeint. Jo, haben wir es doch schon, Freunde der Sonne. Yes! Eine Skulptur. Bestimmt von den Banuk. Mutter. Sehr geil. Banuk-Figur. Ein hölzernes Artefakt, das neben einem mit Glyphen beschriftetes Stück Pergament als Opfergabe unter einem Stammeszeichen hinterlassen wurde. Set solcher Artefakte können Meridian gegen wertvolle Belohnung eingetauscht werden. Tektuk. Ich kann diese Glyphen nur schreiben, weil du sie niemals lesen wirst. Nach lebenslanger Sehnsucht verbrachte ich nur eine einzige Nacht mit Ili, deiner Mutter. Eine Erinnerung, die ich in Ehren hielt. Doch sie schmähte sie. Die glühenden Kohlen der Schuld brannten in ihrem Leib. Und so frage ich mich, kam ihre Schuld ans Licht in der Nacht, als unser Häuptling Signac umgebracht wurde? Hat er die Wahrheit herausgefunden? War sie gezwungen, sich zu verteidigen? Wäre ich nur dort gewesen, um mich zwischen sie zu stellen, um den Schlag tatsächlich auszuführen, für den ich bestraft wurde? Wenigstens wäre ich denn ein Streiter gewesen und der Vater, den du verdienst, wenn auch nur für einen kurzen Moment. Ich male dieses Zeichen mit ewigem Bedauern und erlasse dir diese Opfergabe, obwohl sie nie die Wärme deiner Hände spüren wird. Da sind wir dabei. So, liebe Freunde, machen wir aber hier eine kleine Folgenpause. Sehen uns morgen in aller Frische wieder. In diesem Sinne. Wo geht's dann runter? Ach, hier können wir dann runter. Alter, das sieht auch geil aus, ne? In diesem Sinne, ne? Bye, bye, servus. Und bis morgen, dann können wir das wegmachen. Und wir reisen dann morgen. Wie gesagt, zum guten alten Schieß mich tot, Kauz namens Brin. In diesem Sinne, ciao, ciao, servus und bis morgen, euer Franconia.